Zum Thema Beten hat man früher ganz oft den Priester gefragt. Heute fragen wir Google. Schauen wir mal, was die Autovervollständigung uns bereithält und welche Fragen es da zum Beten gibt. Ist Beten sinnvoll? Ich halte Beten für absolut sinnvoll. Theresia von Avila, eine ganz bedeutende Heilige in der Kirche, die hat mal gesagt, wir sollen mit Gott sprechen wie mit einem Freund. Daher ist Beten also sprechen mit einem Freund. Und das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig. Von daher halte ich Beten für sehr sinnvoll, für wichtig. Und es macht mein Leben reicher, weil ich mit diesem Freund, Freundin, Gott näher komme in diesem Gespräch Gebet. Ist Beten Meditation? Meditation heißt ja Medi, also in die Mitte gehen, in meine eigene Mitte. Sicherlich ist das auch nicht verkehrt beim Beten, aber wichtiger ist ja, dass ich beim Beten gar nicht in mir ruhe, sondern viel wichtiger, dass ich aus mir herausgehe, dass ich Gott suche, dass ich auf Gott versuche, innerlich zuzugehen und dabei mich auch ein bisschen zurücklasse und auf ihn zugehe, um ihn näher kennenzulernen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Von daher würde ich nicht sagen, dass Meditation unbedingt ein Gebet ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Meditation Menschen hilft, besser ins Gebet zu kommen. Ist Beten während der Arbeitszeit erlaubt? Als Priester ist das Beten während der Arbeitszeit ganz normal. Aber ich halte es für sehr gut, auch während der Arbeitszeit zu beten. Denn mit Gott sprechen, das muss überall irgendwie gehen dürfen und gehen können. Ich persönlich erlebe das, dass ich jederzeit in jeder Gefühlslage Gott ansprechen kann mit meinem ganz persönlichen Gebet, mit einem ganz persönlichen Ansprechen an Gott. Und von daher sollte ich es auf jeden Fall immer auch tun, auch bei der Arbeit zu beten. Finde ich ganz großartig. Ist Beten gesund? Mein ehemaliger Kieferchirurg hat mich mal gefragt, ob ich an Gott glaube. Er wusste nicht, dass ich Priester werden wollte. Und da hat er mir gesagt, Ordensschwestern, die er behandelt, haben die beste Wundheilung. Von daher glaube ich tatsächlich, dass Beten gesund ist, weil es uns auch körperlich, geistig und körperlich stärkt. Wir wissen ja heute, dass Körper und Geist zusammenhängen. Und warum sollte das Beten, wenn es uns geistlich gut tut, nicht auch körperlich gut tun? Ist Beten noch zeitgemäß? Mit Gott zu sprechen, mit ihm zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, ist immer absolut zeitgemäß. Ich kann es nur unterstützen, das immer wieder zu tun, das zu wagen, Gott anzusprechen, weil so schlimm ist es gar nicht. Ganz im Gegenteil. Gott will von uns angesprochen werden. Er lädt uns ein, dass wir mit ihm sprechen. Und zu jeder Zeit kann das nur gut tun. Ist Beten ein Verb? Oh, das ist jetzt schwierig. Ist Beten ein Verb? Ja, ich glaube auch, das ist es. Ich würde sagen, Beten ist nicht nur das Beten, sondern auch das Tu-Wort. Und genau darum geht es ja beim Beten, dass ich was tue, dass ich auf Gott zugehe, der schon längst zu mir gekommen ist. Das ist ja das Spannende. Aber trotzdem, wenn ich das Gebet beginne, hilft Gott mir auch. Und es ist durchaus ein Tun, bei dem der Heilige Geist mir sehr, sehr viel hilft, in richtiger Weise gut zu beten. Aber man muss es tun. Ja, und wie heißt es immer so schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also auch das Beten. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen zum Beten. Lasst die gerne hier in den Kommentaren. Wenn ihr mögt, auch ein Like und abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Dankeschön. Tschüss.